Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier auf dem Optionsstrategien-Kanal. Mein Name ist Jens Raube und heute habe ich ein sehr interessantes Thema, nämlich wie lange sollte eigentlich die Restlaufzeit von Optionen sein und darf man eigentlich sehr, sehr lang laufende Optionen verkaufen? Das alles jetzt im aktuellen Video. Die Frage, wie lang sollte denn die Restlaufzeit von Optionen sein, haben wir hier ja schon einmal im Kanal besprochen. Das heißt, wir wissen, wenn wir Aktienoptionen verkaufen, dann suchen wir uns immer so eine durchschnittliche Restlaufzeit von etwa 45 Tagen heraus. Bei Aktienoptionen, Entschuldigung, bei Future-Optionen ist das dann eher so in dem Bereich 60, 90, vielleicht auch mal 120 Tage. Nun gibt es allerdings manchmal die Situation, dass die Volatilitäten so extrem hoch sind, dass wir dann auch sehr, sehr langlaufende Optionen verkaufen. Und immer wieder, wenn wir das tun oder wenn wir darüber sprechen, bekomme ich die Frage gestellt, Mensch Jens, kann man denn überhaupt so sehr langlaufende Optionen verkaufen? Macht das überhaupt Sinn? Ist man denn dann nicht ewig in diesen Trades gebunden? Und um das Ganze einmal zu klären, habe ich einmal einen Chart bzw. einen Trade herausgesucht, den wir real in diesem Jahr gemacht haben. Und zwar ist es ein Trade aus unserem Echtgeldkonto, aus unserem Börsenbrief Optionsstrategien. Wir blenden hier auch mal ganz kurz ein. Also das ist der Screenshot aus der TWS, also ein ganz real gemachter Trade. Und natürlich ist es die Situation, die wir in diesem Jahr am Anfang des Jahres vorgefunden haben im Crude Oil. Erdöl das ganze Jahr 2015 enorm gefallen, die Volatilität hat sich haushoch aufgebaut. Wir hatten Volatilitäten, die in etwa so hoch waren wie in der Finanzkrise 2008, 2009. Und da war dann einfach die Situation, wo wir uns gesagt haben, anhand dieser wirklich sehr großen Volatilität müssen wir einfach das Ganze nutzen und haben sehr, sehr lang laufende Optionen verkauft. Ganz konkret haben wir am 24. Februar diesen Jahres einen 20er Put auf Crude Oil verkauft und dieser 20er Put hatte eine Laufzeit von 266 Tagen und das ist ja etwas, was mehr als doppelt so lang ist, was wir eigentlich immer hier sagen, nämlich 120 Tage, in dem Fall waren es 266 Tage. Man kann hier im Chart erkennen, der Strike war sehr, sehr weit entfernt und nichtsdestotrotz haben wir aufgrund des sehr, sehr großen Zeitwertes, den diese Optionen hatten und natürlich, weil die Volatilität so hoch war, eine enorm hohe Prämie bekommen, nämlich wir haben diese Option für 0,49 verkauft. Der Multiplikator beim Crude Oil ist 1000, das heißt wir haben $490 für diese Option bekommen. Jetzt hätten wir, wenn wir sagen würden, wir wollen das komplette Geld verdienen, diese kompletten $490, natürlich 266 Tage warten müssen. 266 Tage, das ist sehr, sehr lang. Nichtsdestotrotz, bei einer Margin von ungefähr $600 wäre das immer noch ein enorm hoher Profit gewesen. Aber gibt es da nicht die Möglichkeit, das Ganze auch ein wenig zu beschleunigen? Und diese Möglichkeit gibt es natürlich und zwar, indem man die Option zurückkauft, wenn sie einen gewissen Restwert erreicht hat. Es ist kein Geheimnis, dass wir empfehlen, bei Future-Optionen bei einem Restwert von 20% diese Optionen zurückzukaufen. 55 Tage später, nämlich genau am, jetzt muss ich schauen, am 19. April war es dann soweit, man kann das auch hier in dem Ausschnitt der TWS gut erkennen, war es dann soweit, wir haben diese Option zurückgekauft und zwar mit einer Limit Order, die lag also die ganze Zeit im Markt, wir mussten uns überhaupt nicht darum kümmern und diese Option ist für 0,10, also für $100 zurückgekauft worden, $490 haben wir eingenommen, $100 haben wir wieder ausgegeben, das heißt unterm Strich, $390 Gewinn vor Gebühren. So, und was ist jetzt das Spannende daran? Die ursprüngliche Restlaufzeit war 266 Tage. Nach 55 Tagen konnten wir allerdings schon zurückkaufen. Das heißt, die eigentliche Restlaufzeit der Option war noch 211 Tage. Nichtsdestotrotz war sie kaum noch etwas wert. Es hätte sich definitiv nicht gelohnt, sie zurückzukaufen. Und wir haben also nur 20% der ursprünglichen Laufzeit benötigt, um 80% der Prämie zu verdienen. Und das ist eine Strategie, die vor allen Dingen auch institutionelle Anleger sehr, sehr häufig nutzen. Das heißt also, die großen Jungs am Markt, die wirklich
in Massenoptionen verkaufen, aufgrund der natürlich der Margenfähigkeit, die sie auch haben, die gehen natürlich nicht immer nur her und verkaufen Optionen mit ein paar Tagen Restlaufzeit oder 4, 5 Wochen. Nein, die gehen auch manchmal her und verkaufen eben solche Optionen mit sehr langen Restlaufzeiten, weil sie eben wissen, und das ist auch jetzt hier oder soll die Aussage sein, dass man eben nicht diese ganze Zeit in der Option drin bleiben muss, wenn man sie zu einem gewissen Restwert zurückkauft, weil der Zeitwertverlust baut sich natürlich besonders stark in den letzten 30 Tagen der Lebenszeit einer Option ab. Aber das ist nur die prozentuale Wahrheit, will ich es mal nennen. Denn in absoluten Zahlen betrachtet, hier hat uns natürlich auch noch ein bisschen der Preis geholfen, baut sich natürlich diese Restlaufzeit auch schon vorher gewaltig ab. Und deswegen waren wir eben nach 20% der Restlaufzeit, also nach 55 Tagen, raus aus diesem Trade, hatten wieder Margin frei, hatten diese $390 verdient und konnten mit dem Geld etwas Neues machen. Und das sollte man immer dann machen, wenn sich also wirklich sehr, sehr große Volatilitäten ergeben. Das heißt, wer im Markt, und es gibt ja immer ein paar Märkte, 4, 5, 6 Mal im Jahr, wo es enorm hohe Volatilitäten gibt. Das wird nicht immer im Öl sein, das kann auch mal in den Aktienmärkten sein, wenn sie sehr stark einbrechen. Da ist Gold dafür prädestiniert, da ist Crude Oil natürlich prädestiniert, da sind die Bonds dafür prädestiniert. Und wer so etwas machen kann, der also sagt, okay, ich traue mir das zu, es ist überhaupt kein größeres Risiko als was anderes, weil man sieht ja, wie weit man wegkommt von den Strikes. Für den lohnt sich das also definitiv. Es ist eine sehr, sehr entspannte Art des Handels und dadurch, dass man so weit weg von den Strikes ist, kann man natürlich auch die Tagesveränderungen sehr gelassen sehen. Also wenn ich irgendwie 50, 60, 70% vom aktuellen Preis entfernt bin und dann bewegt er sich mal am Tag 2, 3%, dann spielt das keine Rolle. Bedingung ist natürlich, ihr setzt solche Trades immer nur dann auf, wenn ihr wirklich sehr, sehr hohe Volatilität habt. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch schon Erfahrungen habt mit dem Verkauf solcher langen Optionen, ob ihr das selber auch nutzt. Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Und wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr andere Beispiele sehen wollt, schreibt mir das ebenfalls in die Kommentare rein und dann schauen wir uns das hier im nächsten Video dann an. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert diesen Kanal und ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, Servus, macht's gut, bye bye.